Ja, liebe Zuschauer, wieder ein neuer Tag, natürlich auch wieder eine neue Ausgabe von Hashtag 56. Hashtag 56. Hashtag 56. Hashtag 56. Hashtag 56. Hashtag 56. Hallo und herzlich willkommen. Und was hast du so gefunden? Fang doch mal an, Lukas. Ja, natürlich wieder einige coole Sachen im Netz. Zum Beispiel habe ich in einer WhatsApp-Story meiner Freundin gesehen. Einer Freundin? Und zwar gibt es jetzt den Strauch der guten Gedanken. Da kann ich einfach jeder eine Postkarte wegnehmen, die er schön findet. Und wir schauen einfach mal rein, wie das aussieht. Der Strauch der guten Gedanken. In der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, gute und positive Gedanken zu haben. An mir hängen Karten mit Sprüchen und Gedanken. Wenn euch eine Karte gefällt, macht sie ab, behaltet sie für euch selbst oder verschickt sie. Denkt dabei vor allem auch an die, die derzeit zu Hause bleiben müssen und sich sicher sehr über Post freuen. Ob virtuell als Foto verschickt oder per Post. Schickt ein Lächeln in die Welt. Macht euch und anderen eine kleine Freude. Bleibt gesund und optimistisch. Euer Strauch der guten Gedanken. Was ich noch gefunden habe, lieber Lukas, ist von der Seniorenresidenz Moseltal, auch auf Facebook, weil es gibt ja jetzt viele, die ihre Schilder hochhalten, ja. Bleiben Sie zu Hause, wir bleiben da für Sie, bleiben Sie gesund. Und das haben auch die Seniorinnen und Senioren gemacht, das ist jetzt hier eingeblendet. Ich finde es total süß, dass man auch noch im hohen Alter eine Kampagne startet und wirklich auch dafür sorgt, dass alle zu Hause bleiben bzw. gesund bleiben. Und jetzt frage ich dich, da steht ja jetzt hier, wenn Sie diesen Menschen kennen, zählen Sie zur Risikogruppe. Weißt du, wer das ist? Überhaupt keine Ahnung. Da sieht man mal den Altersunterschied. Wir wollen jetzt nicht nachrechnen, Lukas Otte. Wir wollen nicht nachrechnen. Ich weiß, ich sehe jünger aus, als ich bin, aber das ist J.R. Ewing aus der damaligen Erfolgsserie Dallas. Das heißt, du kennst den. Das heißt, du musst eigentlich zu Hause bleiben. Wenn das jetzt so sagen möchte. Du hast angefangen. Jetzt habe ich leider Touché 1-0 für Kollege Otte, aber wir haben immerhin die 1,50 Sicherheitsabstand. Ja, Daniel Färber und seine Band, die haben sich virtuell zusammengetroffen und den Song Covalence nochmal ganz neu aufgenommen. Ich würde sagen, wir schauen mal rein und ich habe jetzt schon wieder einen Ohrwurm. Wo meine Vater und mein Bruder mich doch großgezogen haben. Ja, da krieg ich Mami nicht weg. Und warum nicht? Denn hey, gefällt mir und hier will ich immer sein. Hey, geht halt alles, was man braucht. Wir haben die Mosel und der Rhein am Tietje Eck und da geht Party richtig ab. Ja, auf jeden Fall ist ja auch hier in Koblenz der Zusammenhalt auf jeden Fall krass gewachsen in den letzten Wochen, würde ich sagen. Ja. Da gibt es jetzt seit dem 16. März eine Facebook-Gruppe, die heißt Twaydu. Und da können Leute quasi, die Hilfe brauchen, schreiben, hey, ich brauche Hilfe beim Einkauf, brauche Hilfe da. Aber auch Leute, die Hilfe anbieten, können da reinschreiben. Mhm. Wie gesagt, Twaydu auf Facebook, mittlerweile schon über 600 Mitglieder. Wow. Und ich habe da ja auch mal reingeschaut. Wir können auch hier mal ein paar Angebote sehen, die quasi da reingeflogen sind. Ja. Auf jeden Fall auch cool, dass es diese Gruppe gibt und die Koblenzer sich wirklich unterstützen in dieser schweren Zeit. Richtig, richtig, richtig. Schwere Zeit kann man auch mit seinen Kindern wunderbar irgendwie kreativ gestalten. Da haben wir nämlich auch ein Video gefunden. Von der Fitness Family Koblenz, so heißt es. Habe ich richtig gesagt? Ja. Fitness Family Koblenz, die machen jetzt auf YouTube auch Home-Workouts. Sprich, die machen jetzt also hier mit Rainer Zufall alias Rollo, kann man jetzt auch auf YouTube sich anschauen. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein. Sehr, sehr gerne. Vielleicht schon mal machen eine kleine, wir auch mit oder Anregung so. Haben, ja. Ne? Ja. Wenn wir auch schon beim Danke sagen sind, gerade haben wir auch heute wieder unsere Alltagshelden mal gesprochen. Wem danken wir denn heute? Heute danken wir den Altenpflegerinnen und Altenpflegern. Allen Sanitäterinnen und Sanitätern. Allen Bäckerinnen und Bäckern. Den Postboten und Postbotinnen. Den Hebammen. An die Ärzte und Ärztinnen in der Region. An den Apothekerinnen und Apothekern. Vielen Dank für euren wichtigen Job, den ihr aktuell immer noch ausübt und uns mit allen Mitteln versorgt. Vielen, vielen Dank. Dafür. Genau. Möchtest du schon mal Tschüss sagen? Ja, ich sag Tschüss und wir sehen uns morgen wieder in der neuen Folge Hashtag 56 und ja, wir sagen, wir schauen mal. Genau, weil die also Bewohner und Freunde, die einmal im Westerwald in Langenhahn und in
Potthum. Das wusste ich gar nicht, wo das ist, aber ich habe mich aufklären lassen. Leben haben Happy neu ins Leben gerufen, das Lied Happy, und haben aus der Langeweile heraus eine Tugend gemacht und haben ein wunderbares Lied kreiert und ein wunderbares Video, und das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, und damit sagen wir tschüss, machen Sie es gut, bis morgen. Because I'm happy, clap along, if you feel like the room is out of room. Film ab.